Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Es gibt wohl keine Frage, die ein Tech-YouTuber momentan öfter hört als Samsung Galaxy S5 oder HTC One M8. Was soll ich mir kaufen? Und genau deshalb habe ich mir mal beide Smartphones vorgenommen und präsentiere sie euch nun in einem ausführlichen Vergleich. Wir legen auch direkt ohne weiteres Gequatsche los. Ich wünsche euch viel Spaß. Der größte Unterschied findet sich neben der Software im Design und damit starten wir. HTC packt sein neues Flaggschiff in ein Voll-Unibody-Gehäuse mit 90% Aluminiumanteil. Das sieht nicht nur schick aus, sondern verleiht dem Gerät auch eine enorme Wertigkeit. Es fühlt sich sehr gut an und liegt mit 160 Gramm und einer Rundung im Rücken gut und sicher in der Hand. Und zwar so gut, dass mir spontan kein Gerät einfällt, welches ähnlich gut in die Hand passt. Mit Ausnahme des Galaxy S5, womit wir hier eine tolle Überleitung geschaffen haben. Auch dieses liegt fantastisch, wenn auch nicht ganz so gut in der Hand. Der Unterschied ist aber nicht groß und das Wichtigste an der Sache ist, dass wirklich beide toll in die Hand passen. Samsung setzt mal wieder auf Polycarbonat und eine gummiartige Rückseitenstruktur. Auch diese fühlt sich sehr gut an, kommt aber bei weitem nicht an die Wertigkeit eines HTC One M8 dran. Hier würde ich zum Vergleich eher das Galaxy Note 3 ranziehen. Beide, das S5 und das Note 3, fühlen sich in Sachen Rückseite ähnlich gut an und von der Rückseite des Note 3 schwärme ich schon seit langer Zeit. Polycarbonat bietet im Falle des S5 auf jeden Fall zwei Vorteile. Mit 145 Gramm ist es 15 Gramm leichter als das One M8 und zudem lässt sich die Rückseite entfernen und damit der Akku wechseln. Darauf legen viele Leute Wert und Samsung scheint sich dem anzupassen und bleibt seiner Linie treu. Im direkten Vergleich ist das HTC One M8 ein wenig größer, was vor allem den beiden Frontlautsprechern geschuldet ist. Auch diese schauen wir uns später natürlich noch genauer an. Zudem ist es mit 9,35 mm zwar auf dem Papier ein gutes, ja, mehr oder wenig gutes Stück dicker, in der Hand fällt es aber kein bisschen auf. Das verdanken wir wohl der deutlich abgerundeteren Form. Auf der linken Seite finden wir beim Galaxy S5 die Lautstärkewippe etwa auf selber Höhe, beim One M8 den Slot für die Nano-SIM-Karte. Und das ist ebenfalls ein Unterschied der beiden Smartphones, denn das S5 setzt auf eine Micro-SIM. Übrigens, ein Zuschneiden der Nano-SIM sollte nicht viel bringen, da sie nicht nur kleiner, sondern auch dünner ist als Micro-SIM-Karten. Da muss also eine neue her. Wir wenden den Braten und finden rechts beim S5 die Ein-Aus-Power-Taste. Wie die Lautstärkewippe sitzt diese fest und bietet einen guten Druckpunkt. Beim M8 gibt es einen Slot für die MicroSD-Karte und die ebenfalls gut verarbeitete Lautstärkewippe. Und spätestens jetzt müssen wir einmal die Rückseite des S5 entfernen. Auch dort kann eine MicroSD-Karte eingeführt werden. Beide Smartphones kommen mit 128 GB klar und direkt unter der MicroSD-Karte sitzt die Micro-SIM-Karte. Außerdem finden wir hier den 2800 mAh starken Akku, der zwar 200 mAh stärker ist als der des One M8, wirklich viel Unterschied in der Laufzeit gibt es hier jedoch nicht. Beide schaffen es locker über den Tag und je nachdem wie zärtlich ihr seid, könntet ihr es auch bis zum Ende des zweiten Tages schaffen. Anderthalb Tage sollten aber kein Problem sein. Wir wechseln zur Unterseite und erkennen einen weiteren Unterschied. Das S5 ist mit einem Micro-USB 3.0 Anschluss ausgestattet, wenngleich nur ein Micro-USB 2.0 Kabel mitgeliefert wird. Beim M8 ist es ein normaler Micro-USB 2.0 Anschluss. Hier finden wir außerdem einen 3,5 mm Klinkenstecker und beim S5 ein Mikrofon, zum Telefonieren zum Beispiel. Und der Anschluss weist einen weiteren Unterschied auf, denn beim S5 ist dieser durch eine Klappe geschützt. Das liegt daran, dass wir dieses auch mit einer, ja, zum Beispiel mit in die Dusche nehmen können, denn dank IP67-Zertifizierung sollen 30 Minuten und maximal 1 Meter tiefes Wasser kein Problem darstellen. Mein Tipp, verlasst euch da keinesfalls drauf. Duschen und Regen sollten klar gehen, damit Delfinen schwimmen gehen oder Wettertauchen veranstalten solltet ihr aber nicht. Nicht, weil es in meinem Test nicht dicht gehalten hätte, aber Wasser und Elektronik gehören in meinen Augen einfach nicht zusammen. Noch nicht zumindest. Das M8 solltet ihr allgemein nicht mit Wasser verbinden, eine offizielle Zertifizierung gibt es nämlich nicht. Die Oberseite des S5 bietet dann noch den 3,5 mm Klinkenstecker, ein Sekundärmikrofon zur aktiven Geräuschunterdrückung und einen Infrarotsensor zur Steuerung des Fernsehers. Auch das M8 bietet einen Infrarotport und auch hier sitzt er auf der Oberseite. Gut versteckt unter einer glossy Plastikabdeckung, die sich über die gesamte Oberseite zieht.
Oben rechts finden wir dann noch den nicht wirklich gut positionierten Ein-Aus-Power-Button, der durch sogenannte Motion-Launch-Gesten allerdings zumindest teilweise gut ersetzt wird. Dazu später mehr. Bevor wir uns jetzt die zwei wichtigsten Seiten ansehen, werfen wir einen Blick auf den Lieferumfang und der unterscheidet sich kaum. Netzteil, Datenkabel, Kopfhörer plus Aufsätze, Lesekram und beim One M8 außerdem noch ein Silikoncase, welches ich momentan leider nicht da habe. Es ist ganz einfach in einem Cremeton, irgendwie sowas Ton gehalten und verringert die Wertigkeit um ein Vielfaches. Wer es dennoch nutzen will, der kann es natürlich tun. Und jetzt wird es Zeit für die Rückseiten. Hier sehen wir noch einmal detailliert den Unterschied zu der beiden Materialien. Beim M8 finden wir hier einige Kennzeichnungen und einen ersten Polycarbonatstreifen, der für besseren Empfang der Antennen sorgt. Er ist nahtlos verarbeitet und quasi perfekt eingesetzt. Beim S5 finden wir hier einen Lautsprecher, der, wenn ihr mich fragt, dort nicht optimal positioniert ist. Mehr dazu aber auch im Lautsprechervergleich nachher. Es folgen das HTC und das Samsung-Logo und die Kamerasysteme sowie beim S5 ein Heartrate-Scanner. Diesen bietet das M8 nicht. Dafür eine Duo-Kamera und einen Dual-Tone-Blitz. Die Kamera kennen wir aus dem Vorgänger und löst auch dieses Mal wieder mit 4 Megapixeln auf. Diese sogenannte Ultra-Pixel-Kamera arbeitet mit Pixeln, die etwa doppelt so groß sind wie bei alternativen Smartphone-Kameras und soll damit für gute Aufnahmen auch bei schlechtem Licht sorgen. Der Dual-Tone-Blitz sorgt für natürliche Hauttöne und realistischere Farben, so HTC. Und was kann nun die Linse darüber? Dort findet sich ein Tiefenschärfensensor, der während des Fotografierens Tiefe- bzw. Entfernungsinformationen des Bildes aufnimmt und somit wirklich nette Effekte im Nachhinein ermöglicht. Dieser Sensor löst mit 2 Megapixeln auf. Tiefenschärfeeffekte können auch beim S5 ermöglicht werden, im Nachhinein. Die 16-Megapixel-ISOCELL-Kamera ermöglicht außerdem Videos in 4K, was beim One M8 nicht möglich ist. Dort werden Videos maximal in Full HD bei 60 Frames per Second aufgenommen. Der Autofokus arbeitet in beiden Geräten gleich schnell. In 0,3 Sekunden wird das Objekt im Idealfall scharf gestellt. Und wie wirken die Aufnahmen im direkten Vergleich? Ich habe uns da mal etwas vorbereitet. Aufnahmen im Tageslicht werden beim S5 schärfer, was schon auf den ersten Blick sichtbar ist. Hier muss man gar nicht lange das Bild durchsuchen oder irgendwie hineinzoomen. Im Makrobereich sehen beide Aufnahmen wirklich gut aus, bei Dunkelheit hat das M8 dann aber tatsächlich die Nase vorn. Übrigens, hier im zweiten Polycarbonatstreifen zwischen den beiden Kameras gibt es noch ein Sekundärmikrofon, natürlich auch hier wieder zur aktiven Geräuschunterdrückung. Wir wenden die zwei Kobrin-Sticks noch einmal und schauen, was es oberhalb des Displays gibt. Bei beiden Geräten finden wir hier eine Benachrichtigungs-LED, eine Hörmuschel, Licht- und Annäherungssensoren und Frontkameras. Die Kamera des S5 löst mit 2,1 Megapixeln auf, die des M8 mit 5 Megapixeln. Die Hörmuschel ist beim One M8 gleichzeitig auch noch ein Lautsprecher, einer von zwei. Unterhalb des Displays finden wir beim M8 den zweiten Frontlautsprecher, einen Streifen mit HTC-Logo und erst wenn wir das Display anschalten, gibt es drei Onscreen-Tasten zur Steuerung. Zurück, Home und Multitasking können sie und dieselben Funktionen kann auch das S5. Hier gibt es allerdings einen physischen Home-Button mit integriertem Fingerprint-Scanner, nicht Fingerprint-Sensor. Beide Smartphones kommen mit einem Full-HD-Display, allerdings unterscheiden sich die Technologien und die Größe. Das S5 kommt mit einem 5,1 Zoll großen Super AMOLED-Panel mit Pentile Diamond Matrix, das HTC mit einem 5 Zoll SLCD 3. Genug gedisplayt, wir kommen mal zu den Prozessoren. Beide arbeiten mit einem Qualcomm Snapdragon 801 Quad-Core-Prozessor. Der des S5 ist allerdings minimal höher getaktet und somit ist quasi auch die höhere Akkukapazität ausgeglichen, wenn man das mal so einfach formulieren möchte. Beide kommen mit 2 GB RAM daher und mit der aktuellsten Android-Version 4.42 KitKat. Dennoch gibt es softwaretechnisch viele Unterschiede, denn das S5 kommt mit Samsungs TouchWiz UI und das M8 mit HTC Sense 6 UI. Diese Unterschiede schauen wir uns noch einmal genauer an, beginnend beim Lockscreen. Der Hauptunterschied ist hier die Möglichkeit, das S5 per Fingerabdruck entsperren zu können. Da es sich allerdings um einen Scanner handelt, reicht es nicht, den Finger auf die Home-Taste zu legen, sondern sie muss zuerst gedrückt werden.
Daraufhin zieht man den Finger dann darüber und dann ist das Ganze auch fertig. Für die Sicherheit ist das gut, ein wenig schneller wäre aber schöner. Dafür erlaubt uns das M8 einige Apps auf dem Lockscreen abzulegen und den Screen mit einigen Gesten zu entsperren. Mit einem einfachen Doppeltipp auf das Display wird dieses aktiviert und kann, wenn man direkt wieder tippt, auch wieder gesperrt werden. Wisch mir von oben nach unten wird der HTC-Sprachdienst aktiviert, von unten nach oben wird die letzte App aufgerufen, von rechts nach links landen wir direkt auf dem Homescreen und ein Schubber von links nach rechts schmeißt uns in den Blinkfeed. Ist dieser deaktiviert, landen wir auch hier auf dem Homescreen. Wichtig, das Ganze funktioniert hier nur, wenn ihr das Gerät auch in die Hand nehmt. Und Blinkfeed ist auch schon das Stichwort. Beide Smartphones kommen mit einem ähnlichen Nachrichtenfeed. Samsung nennt das Ganze dann My Magazine, was allerdings an sich nur eine überarbeitete Flipboard-Version ist. Beide Dienste sind auf der komplett linken Seite erreichbar und können, falls ihr sie nicht nutzen wollt, abgestellt werden. Oben rechts finden wir drei Punkte, mithilfe dessen wir uns die interessanten Themen auswählen können, die dann im Feed angezeigt werden, und auch Twitter, Facebook und Google Plus können hier einbezogen werden. Beide Dienste zeigen Bilder und Überschriften, werfen uns die Nachrichten mit einem Klick auf den Bildschirm und hier muss gesagt werden, dass das beim M8 ein wenig runder läuft. Hier nerven dann allerdings die Onscreen-Tasten beim Suchen, aber das ist vielleicht auch nur in meinen Augen so. Nach dem Lockscreen gibt es nun die Benachrichtigungs- bzw. Statusleiste. Beide lassen sich jeweils mit einem und zwei Fingern herunterziehen. Beim Zug mit zwei Fingern erscheinen die sogenannten Toggles mit Schnellzugriffen zu den wichtigsten Einstellungsmöglichkeiten. Beim S5 werden hier deutlich mehr dargestellt, was viele freuen dürfte. Übersichtlich ist es aber trotzdem bei beiden Geräten. Oben rechts gibt es nun zwei Tasten, um die Reihenfolge der Toggles zu bearbeiten und es so anzuordnen, wie es uns gefällt. Beim S5 lässt sich hier außerdem der Helligkeitseinstellungsbalken aktivieren, der einen echten Vorteil gegenüber dem One M8 bildet. So sehe das zumindest ich. Dort lässt sich das Ganze nur über die Leiste und in vier Modi einstellen: automatisch, Stufen 1, Stufen 2 und Stufe 3. Über die drei Balken in der oberen rechten Ecke wechseln wir zur ersten Seite, zur Benachrichtigungsleiste, die wir beim S5 fast schon ein Stück zu viel Platz übernimmt. Hier gibt es wichtige Toggles, Schnellzugriffe zum S-Finder und Quick Connect, den Helligkeitsbalken und dann folgen die Benachrichtigungen. Beim M8 ist hier viel Platz, dafür fehlen die Toggles und der Helligkeitsbalken, den ich dort ganz gut fände. Kommen wir zur Einrichtung der Homescreens, die beim HTC ein wenig simpler und übersichtlicher gelöst wurde. Ziehen wir zwei Finger auf dem Homescreen auseinander, erhalten wir eine Übersicht über die Homescreens und können diese Belege und neue Seiten hinzufügen. Soweit ist noch alles gleich. Während wir jetzt aber bei HTC die Apps, Widgets und Verknüpfungen auf den ausgewählten Homescreen schießen oder schieben können, geht das bei Samsung nicht so einfach. Hier lässt sich der Hintergrund ändern, Widgets einzeln platzieren und der Übergangseffekt ändern. Bei beiden Oberflächen funktioniert auch die App-Auswahl über das Menü. Aussuchen, festhalten und loslassen und dort platzieren, wo ich es gerne hätte. Was hier außerdem auffällt, bei HTC wischt man vertikal, bei Samsung horizontal. Und damit wischen wir uns die Überleitung zur Kamera-App, die wir uns nun ansehen. Testbilder kennt ihr schon, den Aufbau sollt ihr trotzdem kennenlernen. Beide Kamera-Apps nutzen das komplette Display als Sucher, das ist für mich schon mal das Wichtigste. Der Aufbau ist dann relativ ähnlich, wobei die Oberfläche des M8 innovativer ist. Während wir beim S5 eine Taste zum Wechsel zwischen der Haupt- und Frontkamera betätigen müssen, reicht beim M8 ein Wisch. Auf der rechten Seite gibt es dann die Möglichkeiten, direkt zur Galerie zu wechseln und die Auslöser. Beim One nur den für den aktuellen Modus, beim S4 gleichzeitig für Foto- und Videokamera. Modi ist das nächste Stichwort. Beim One M8 gibt es den Umschalter in der unteren rechten Ecke und schön übersichtlich. Sechs Modi gibt es hier zur Auswahl: Kamera, Video, Zoe Camera, Selbstporträt, Dualaufnahme und Pan 360, was dann einfach einem gut umgesetzten Google Fotos Feed entspricht. Ich habe die komplette Kamera-App übrigens auseinandergenommen und in einem 17-minütigen Video Teil für Teil durchgenommen. Wenn euch das genau interessiert,
Schaut euch das Video doch an und sagt mir, ob es sowas auch für das S5 geben soll. Ihr findet das Video in der Videobeschreibung. Es gibt viel zu sehen und zu lernen. Auch das S5 bietet viele unterschiedliche Modi. Schönes Porträt, Shot and More, Panorama, Virtual Tour, Dual Camera und Downloads. Downloads schickt euch dann in den Samsung App Store, wo es vier weitere Modi zu sehen gibt. Jetzt lege ich noch einmal die Einstellungen übereinander und schauen sie kurz durch und dann sollten wir das mit der Kamera auch reichen. Und jetzt kommen wir zu den Lautsprechern. Dual Stereo Frontlautsprecher mit integriertem Verstärker treten hier gegen den Lautsprecher des S5 auf der Rückseite an. Kurz gesagt, beide Lautsprecher sind gut, der Lautsprecher des S5 ist allerdings ungünstig positioniert, da meist die Handfläche, ein Finger oder der Tisch darüber liegt. Doch hören wir uns das einmal in einem direkten Vergleich bei höchster Lautstärke an. Zwei Sachen testen wir noch. Jetzt ist das Display dran. Dazu haue ich euch einfach ein paar Bilder auf das Display und lasse sie durchlaufen. So könnt ihr euch eine eigene Meinung bilden, was euch mehr gefällt. Ich kann nämlich nur sagen, dass beide Displays super scharf, sehr hell, mit guten Blickwinkeln und allgemein wirklich gut sind. Ob euch AMOLED oder LCD besser gefällt, müsst ihr dann selbst entscheiden. So, ich denke, die Bilder reichen jetzt, hätten wir also auch das geschafft und kommen langsam zum Ende. Ich habe mit beiden Smartphones im Netz der Telekom telefoniert und war sehr zufrieden. Sowohl ich als auch der Gesprächspartner waren deutlich und ohne Probleme zu hören, das heißt, auch telefonieren geht natürlich mit beiden problemlos. Und während meiner letzten Worte werde ich jetzt die Geräte neu starten und ihr könnt euch einen Überblick von der Bootzeit machen. Das war's also mit meinem ausführlichen Vergleich zwischen dem HTC One M8 und dem Samsung Galaxy S5. Ich hoffe, euch bei der Kaufentscheidung helfen zu können und würde gerne wissen, welches der beiden denn euer Favorit ist und welches ihr euch genau jetzt holen würdet, wenn ich euch einfach mal 700 Euro in die Hand drücke. Das war's nun also. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao.